Diesmal beim Verbrauchermagazin Pluspunkt. Konsumentenrechte. Dieses rote Büchlein hat es in sich. Der Konsumentenschutzkodex regelt so ziemlich alles, was Verbraucherinnen und Verbrauchern im Alltag passieren kann. Rechte und Pflichten der Vertragsparteien, Fristen, die eingehalten werden müssen und die Art und Weise, wie Beanstandungen und Beschwerden platziert werden müssen. Zu den wichtigsten Inhalten gehören die Grundsätze des Verbraucherschutzes, wie das Recht auf Gewährleistung und das Rücktrittsrecht. Normalerweise ist es nicht ohne weiteres möglich, aus einem gültigen Kaufvertrag auszusteigen. In gewissen Fällen benötigen Konsumenten jedoch einen stärkeren Schutz gegenüber dem Verkäufer, wenn Kaufverträge überraschend oder unter Druck, etwa am Telefon oder an der Haustür, abgeschlossen werden. Es sind dies die sogenannten Fernabsatzverträge, und hier können Verbraucher von ihrem Rücktrittsrecht Gebrauch machen. Fernabsatzverträge sind Verträge, die mittels eines Fernabsatzkommunikationsmittels zustande kommen, wie zum Beispiel Telefon, Fernsehen und ganz, ganz wichtig natürlich Internet. Der gesamte Online-Sektor, also E-Commerce-Sektor, ist von diesem Rücktrittsrecht betroffen. Die zweite Kategorie von Verträgen sind die Verträge außerhalb der Geschäftslokale, Haustürverträge, die eben nicht im Büro der Firma zustande kommen, sondern eben außerhalb, in einer Bar, in einem Lokal oder aber bei einem selbst zu Hause. Das sind dann die Vertreter, die kommen und mit dem Verbraucherinnen einen Vertrag abschließen. Beim Rücktrittsrecht gilt es, einige Ausnahmen zu berücksichtigen, die vor allem mit den gekauften Waren oder Dienstleistungen zusammenhängen und Gegenstand von Auseinandersetzungen werden können. Flüge, Pauschalreisen oder Hotelbuchungen können in der Regel nicht so einfach storniert werden, auch nicht im Rahmen des Rücktrittsrechts. Es gelten hier die vom Anbieter festgelegten Regelungen, über die man sich vorab informieren sollte. Eine weitere Ausnahme bilden Dienstleistungen und Waren, die für den Kunden personalisiert wurden. Also, wenn ich eine Ware bestelle, die ich im Rahmen der Buchung personalisiere, zum Beispiel ein Kleid auf Maß oder ein T-Shirt, das ich mit einem personalisierten Spruch bedrucken lasse, oder aber zum Beispiel, wenn ich Fotos bestelle, dann ist es natürlich so, dass diese Ware im Normalfall nicht mehr zurückgegeben werden kann. Warum? Es ist ganz klar, der Verkäufer kann diese Ware nicht weiterverkaufen. Und deshalb ist maßangefertigte und personalisierte Ware im Normalfall oder eigentlich immer vom Rücktrittsrecht ausgeschlossen. Das Rücktrittsrecht gehört zu den wichtigsten Konsumentenrechten. Es ist an keine Bedingungen geknüpft, darf frei und ohne Begründung ausgeübt werden. Und das Endergebnis muss sein, dass der Kunde das bezahlte Geld samt Transportspesen zurückerstattet bekommt. Konsumentenschützer rufen jedoch dazu auf, diesem Recht nicht die nachhaltige Kaufentscheidung zu opfern und drauf loszubestellen in der Gewissheit, dass man das Produkt eh wieder zurückschicken kann. Einzig und allein das Zeitfenster für die Geltendmachung wird vom Konsumentenschutzkodex vorgegeben. Der Gesetzgeber sieht eine Frist von 14 Tagen ab Erhalt der Ware oder ab Abschluss des Vertrages vor. Bei Dienstleistungen ab Abschluss des Vertrages, bei Warenkauf ab Erhalt der Ware. Achtung, das Rücktrittsrecht kann natürlich auch im gesamten Zeitraum vor Erhalt der Ware ausgeübt werden. Also der späteste Zeitpunkt 14 Tage ab Erhalt der Ware. Es gibt aber schon sehr viele große Online-Shops und Plattformen, die längere Rücktrittsfristen von 30 oder sogar 60 Tagen einräumen. Anbieter, die Waren und Dienstleistungen über Fernabsatz platzieren, müssen ihre Kunden klar und deutlich über das Rücktrittsrecht, in Deutschland heißt es Widerrufsrecht, die Fristen für dessen Ausübung und auch die Modalitäten informieren. Geschieht dies nicht, kann die Frist zur Ausübung des Rücktrittsrechts auf 12 Monate erhöht werden. Der Anbieter muss auch ein entsprechendes Formular zur Verfügung stellen, das leicht auffindbar und einfach handzuhaben ist.
Wozu wir aber dringendst raten, ist einmal das Rücktrittsrecht schriftlich auszuüben. Denn die Beweislast liegt bei mir als Käufer. Und zweitens, sich an die Vorgaben der Verkäufer zu halten. Warum ist das so wichtig? Wenn ich bei einem großen Online-Shop kaufe oder bei einer Plattform, ist es unerlässlich, dass ich die Vorgaben des Verkäufers einhalte, da es sonst oft nicht möglich ist, überhaupt die Ware ausfindig zu machen und der Bestellung zuzuordnen. Das heißt, es kommt dann zu Fällen, in denen die Ware zurückgeschickt wurde, nicht zugeordnet werden kann und der Rücktritt dadurch nicht anerkannt wird. Und es gibt in diesen Fällen auch keine Rückerstattung. Das Rücktrittsrecht gilt sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene. Auch Verkäufer außerhalb der EU müssten sich daran halten. Das Recht durchzusetzen könnte jedoch schwieriger sein. Kein Konsumentenrecht ist hingegen der Umtausch von Ware, die in einem Geschäft gekauft wurde. Was viele fälschlicherweise als Recht ansehen, ist in Wahrheit ein Entgegenkommen des Händlers, je nachdem, wie seine Betriebsphilosophie aussieht. Reiner Umtausch ist eigentlich kein Kundenrecht. Trotzdem versuchen wir, jeden Kunden zufriedenzustellen. Das ist oberstes Gebot, auch manchmal auf Kosten der Firma. Für uns ist es wichtig, dass der Kunde zufrieden das Geschäft verlässt. Und unsere oberste Prämisse ist einfach, der Kunde muss zufriedengestellt werden. Und da geben wir auch unsere ganze Energie in die Richtung. Somit werden wir auch oft einmal Sachen umtauschen, die wir eigentlich gesetzlich nicht umtauschen müssen, um das Kundenwohl an oberster Stelle zu stellen. Eng mit dem Rücktrittsrecht verwandt ist auch das zweite sehr wichtige Konsumentenrecht, nämlich die Gewährleistungspflicht des Verkäufers. Wenn ein gekauftes Produkt Mängel aufweist, gilt es als nicht vertragskonform. In diesem Fall kann der Konsument beim Verkäufer, nicht beim Produzenten, auf die Wiederherstellung des vertragskonformen Zustandes bestehen. Konsumentenrechtlich heißt das, dass das Produkt für einen Zeitraum von 24 Monaten dem Zweck entsprechen muss, für den es gekauft wurde. Ist das nicht so, dann kann ich zum Händler gehen und darauf bestehen, dass der Zustand wiederhergestellt wird. Das Gesetz sieht verschiedene Möglichkeiten vor, dieses konforme Gut wiederherzustellen. Zum einen kann es natürlich repariert werden, zum anderen kann es ausgetauscht werden. Und wenn gar nichts mehr hilft, können wir sogar den Kaufvertrag auflösen und ich gebe das kaputte Gut zurück und erhalte mein Geld zurück. Der Konsumentenschutz hat in letzter Zeit einige Schritte in Richtung Verbraucher gemacht und einige problematische Situationen zugunsten der Konsumenten geändert. So greift seit Jahresbeginn die Umkehr der Beweislast. Das heißt, dass im ersten Jahr der Verkäufer beweisen muss, dass das Produkt bei Vertragsabschluss in Ordnung war. Ein großer Vorteil für den Konsumenten. Man geht in den ersten 12 Monaten ab Kaufdatum davon aus, dass das Produkt schon beim Kauf den Mangel hatte, wenn er in dieser Zeit auftritt. Hier muss ich als Konsument, als Konsumentin also nicht beweisen, dass der Mangel dem Produkt inne war. Nach den 12 Monaten hingegen liegt es an mir zu beweisen, dass der Mangel nicht von einem Nutzerfehlverhalten herrührt. Früher war diese Frist kürzer, da waren es nur 6 Monate und seit 1. Jänner ist es ein ganzes Jahr. Das sind gute Nachrichten. In der Tat haben die wenigen Reparaturdienste, die es in Südtirol noch gibt, alle Hände voll zu tun. Die Werkstätten bersten regelrecht vor lauter Geräte, die darauf warten, repariert zu werden. Es ist einfacher geworden, die Gewährleistung einzufordern, wegen der Beweislast auf Seiten des Verkäufers und wegen der 24 Monate Frist. Wir reparieren vom Handy über die kleinen Haushaltsgeräte wie Kaffeemaschinen, Bügeleisen und Sachen bis zu den großen Haushaltsgeräten, die Waschmaschinen, Eiskasten und so weiter und Fernseher, ganz viele Fernseher. Also man macht schon viel. Also ist fast Tendenz eher ein bisschen steigend, muss ich sagen. Weil wir, das ich aber auch sagen, in Südtirol im Gegensatz zu restlichen Italien, wenn es mit Italien vergleicht, relativ gute Ware haben. Also wir haben eher hochwertige Produkte und bei hochwertigen Produkten so lohnt sich die Reparatur mehr als was bei Billigprodukten. Genau.
sollte bei der Inanspruchnahme der gesetzlichen Gewährleistung eine erste informelle Kontaktaufnahme mit dem Verkäufer nichts bringen, empfiehlt es sich, die beanstandeten Mängel am Produkt schriftlich mittels zertifizierter Dokumente wie Einschreiben oder per E-Mail zu melden. Wie das Rücktrittsrecht ist auch die gesetzliche Gewährleistung ein unverzichtbares Recht. Nur bei gebrauchten Gütern kann diese auf 12 statt 24 Monate verkürzt werden. Wie es gerade in Südtirol häufig der Fall ist, sollte die Gewährleistung nicht mit der Garantie verwechselt werden. Während die erste ein Konsumentenrecht ist, kann die zweite vom Produzenten zusätzlich gewährt und auch an Bedingungen gekoppelt werden. Zum sogenannten Green Deal, also der europäischen Neuausrichtung der Wirtschaft im Sinne der Nachhaltigkeit, gehören auch Maßnahmen, die der oft kritisierten Wegwerfgesellschaft entgegenwirken sollen. Die Idee des Rechts auf Reparatur und die Verlängerung der Gewährleistungspflicht auf 5 Jahre könnte ein wichtiger Schritt in diese Richtung darstellen. Denn laut Expertenmeinungen würde es sich in rund 80% der Fälle lohnen, ein Gerät zu reparieren, anstatt es zu entsorgen und durch ein neues zu ersetzen. Das Recht auf Reparatur soll eben nun vorsehen, dass vor allem die großen Haushaltsgeräte unbedingt reparierbar sein müssen, dass es da die Ersatzteile für einen langen Zeitraum gibt. Und in diesem Kontext spricht man auch von einer Verlängerung der Gewährleistungsfrist auf 5 Jahre. Das macht unserer Meinung nach absolut Sinn, denn ich kann nicht alle 2 Jahre zum Beispiel eine neue Waschmaschine oder einen neuen Kühlschrank kaufen. Weitere wichtige Konsumentenrechte sind der Schutz der Gesundheit, die Sicherheit und Qualität der Produkte, die Korrektheit der Produktinformation und transparente Vertragsbeziehungen. Viele Instrumente zum Schutze der Verbraucherinnen und Verbraucher, deren Anwendung und Einhaltung von jedem Einzelnen von uns, von Verbraucherschutzorganisationen und Gerichten überwacht werden.